Vier Wochen später, der zweite Termin des Auswahlverfahrens. Eine weitere medizinische Untersuchung und das persönliche Hearing. Von 120 Bewerbern wurden zu diesem Termin nur 50 eingeladen. Der 28-jährige Johannes ist einer von ihnen. Zunächst muss er zum Sehtest. Die letzte Zeile machen wir jetzt. Die untere, ja. Die unterste, ja. Ja, 7 Uhr ist das, ja. 11 Uhr. Links oben, ja. 3 Uhr. Ja, rechts. Unten 6 Uhr, ja, 6 und Uhr. Oben 12 Uhr. Genau, passt. 100%. Könnten Sie sich da vorstellen, Scharfschütze auch zu werden? Das würde mich schon interessieren, ja. Ich bin schon zufrieden, wenn er aufgenommen wäre und wenn das Ganze hier hat. Da war er dir schon überglücklich und Scharfschütze ist natürlich interessant, aber es gibt so viele interessante Tätigkeiten. Die Leute sehen durchweg sehr gut und wenn einer in die 50% hineinfällt, dann entscheidet der Augenarzt. Ist schon mal einer beim Sehen durchgefallen? Ja, jetzt bei diesem Turnus war einer dabei. Wie schlecht hat der wirklich gesehen? Naja, so um die 50%, das ist dann schon im Nahbereich etwas verschwommen. Mich wundert, wie er Schießen geschafft hat, dass er durchgekommen ist. Fangen wir mit dem rechten Ohr an. Disco-Geschädigte gibt es bei den jungen Leuten schon. Dass er später dann bei der Polizei durch Schussbelastungen irgendwann einmal ein Knalltrauma erleidet, das ist durchaus möglich. Aber wenn so ein junger Mensch so mit 24 Jahren eine Schwerhörigkeit oder eine Hörschwäche hat, ist meist die Disco schuld. Das persönliche Hearing ist der Abschluss des gesamten Auswahlverfahrens. Hier ist noch alles möglich. Sollte der Kandidat etwa nicht sicher und ausgeglichen wirken, könnte die Jury noch gegen ihn entscheiden. Intimste Fragen sind keine Seltenheit unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Also ich bin positiver Dinge, nachdem das medizinisch hickert hat, körperlich. Psychologisch, also das Gespräch kann man natürlich schwer einschätzen, aber es war... Jetzt überrascht, wenn Sie es nicht schaffen würden, jetzt doch im Endeffekt? Ja, ich bin Optimist, also natürlich, ich gehe davon aus, dass das alles hinhaut. Tschüss. Sechs Wochen später besucht Johannes seinen Bruder Markus am Polizeiposten. Johannes wartet schon seit Tagen auf einen Anruf. Mittlerweile ist er unsicher, ob seine Leistungen wirklich gereicht haben. Was ich von ihm auch erfahren habe, ist es ja so, dass manche Leute zwar zum Hearing vorgeladen werden oder zur medizinischen Untersuchung, die aber in Wirklichkeit auf einem Listenplatz rangieren, der erst Chancen auf eine Aufnahme ermöglichen würde, wenn vorne wer rausfällt. Aber schauen wir mal. Ich glaube, dass das für mich ideal ist. Ich glaube an mich. An meine Fähigkeiten. Und ich glaube, dass eben die Kobra, das Einsatzkommando der Kobra für mich persönlich sehr wichtig ist. Und ja, diesbezüglich ist es ein Wunsch und wird es ein Wunsch bleiben. Telefon. Auf dem Display die Nummer der Kobra-Zentrale. Ja? Naja, jawohl. So ist es, ja. So ist es, ja. Grüß Gott. Ja, ein bisschen angespannt, aber gut. Ich hoffe, ich kann die Spannung ein bisschen lösen. Hoffentlich. Super. Danke, wiederhören. Wiederhören. Ja. Wunderbar. Das kommt an der Kobra. Der Herr Major, der für die Aufnahme zuständig ist, und hat mir gerade Bescheid gegeben, dass es funktioniert hat. Und anscheinend eben mit 2. März, das ist am Montag, die halbjährige Grundausbildung beginnt und dass ich da dabei bin. Ja, gratuliere. Danke. Tadellos. Danke, danke. Es taugt mir. Das lange Wert wird endlich gut. Es ist einfach eine gewisse Euphorie, auf alle Fälle. Also das ist, wie wenn man im Fußball ein bedeutendes Tor schießt. Sag ich mal. Es ist einfach ein Erreichen von einem Ziel. Das ist für jeden Menschen, das kennt jeder Mensch aus persönlichem heraus. Und das ist einfach eine super Geschichte. Also ich bin sehr froh, ich habe viel investiert, ich habe viel dafür geopfert. Und man sieht das, wenn man wo mit Begeisterung und Hingabe dahinter ist, dass da was ausschaut auch. Johannes hat die erste Hürde genommen und wurde in das Einsatzkommando Kobra aufgenommen. Doch nur zur Ausbildung. Die nächsten 6 Monate wird er trainiert und ausführlich getestet. Und kann immer noch scheitern. Wöchentlich stehen Leistungstests auf dem Programm.
Wer die nicht besteht, muss gehen. Und ab. Denn im Ernstfall muss er wie jeder andere Kobramann auch ohne Sicherung auskommen. Im Durchschnitt bleibt ein Beamter zwischen 5 und 10 Jahren in der Einsatzeinheit Cobra. Übrigens sind seit 1977 1140 Beamte beim Eco Cobra ausgebildet worden. Was glauben Sie, wie viele Frauen darunter waren? Ich verrat's Ihnen. Genau eine einzige. Das war's von uns für heute. Ich freue mich aufs nächste Mal und für heute wünsche ich Ihnen noch eine gute Nacht.